Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute Dampfnudeln. Der Teig für die Dampfnudeln ist wirklich richtig schnell zubereitet. Er klebt auch überhaupt nicht, das heißt, es macht sogar Spaß, ihn zubereiten. Denn klebrige Teige im Thermomix machen doch nicht so viel Spaß. Wir machen die Dampfnudeln dann später im Varoma. Es dauert auch nur 20 Minuten und die gehen richtig toll auf und es ist überhaupt kein Vergleich zu den gekauften. Also müsst ihr unbedingt nachmachen und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Als erstes kommt jetzt ein halber Würfel Hefe in den Mixtopf. Dazu kommen 10 Gramm Zucker und 100 Gramm Milch. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir lösen das Ganze auf 2 Minuten, 37 Grad auf Stufe 1. Als nächstes kommt jetzt eine Prise Salz dazu, ein Ei, 30 Gramm Butter und 270 Gramm Mehl. Dann einmal wieder den Deckel aufsetzen und wir kneten einmal den Teig 2 Minuten auf der Kneteigstufe. Mein Teig ist jetzt fertig, der ist wirklich richtig schön, der klebt auch überhaupt nicht. Den werde ich jetzt in 4 gleich große Stücke teilen. Und dann können wir einmal Kugeln formen, beziehungsweise Bällchen. Und dann können wir die in den gefetteten Varoma setzen. Den Varoma habe ich jetzt mit Butter gefettet. So, die Bällchen habe ich jetzt geformt. Ich werde jetzt gleich einmal den Deckel aufsetzen und dann müssen die Dampfnudeln noch für 30 Minuten gehen. Ich habe den Mixtopf jetzt einmal gewaschen, 500 Gramm Wasser eingefüllt und den Deckel aufgesetzt. Meine Dampfnudeln sind richtig schön aufgegangen. Die können wir jetzt einmal hier oben draufsetzen, den Deckel aufsetzen und dann braucht das Ganze jetzt 20 Minuten. Varoma, Stufe 1. Und so schnell sind die Dampfnudeln auch schon fertig. Also ich finde, da wir nur eine Gehzeit von 30 Minuten haben und die Zubereitung bzw. im Varoma brauchen die Dampfnudeln nochmal 20 Minuten, geht das wirklich richtig schnell. Die schmecken so lecker und die kann man auch einfach mal selber machen. Die muss man nicht fertig kaufen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses unglaublich tolle Rezept mal nachmacht. Ob ihr das nun als Hauptgericht esst oder als Dessert, das könnt ihr natürlich entscheiden. Zum Beispiel passt dazu auch eine Vanillesoße und heiße Kirschen oder ihr schneidet einfach Obst dazu, also wirklich immer lecker. Ja, die genauen Mengenangaben findet ihr auf elegant-kochen.de. Den Link setze ich euch in die Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!